Ich habe die große Freude und Ehre, hier Clifford und die Leute, die ihn kennen, vorzustellen. Seid gewarnt, dieser Mann ist wie ein Hochgeschwindigkeitszug. Wenn wir den Startknopf drücken, dann wird er lospreschen. Legt eure Sicherheitsgurte an. Das ist mein Vortrag über formale Bestätigung von mit Josus SMTBMC. Es ist eine abgekürzte Version, aber ich werde trotzdem schnell sprechen müssen. Wenn ihr euch für den kompletten Satz der Folien interessiert, dann geht bitte unten auf diesen Link. Und von dort könnt ihr auch die ganzen Beispielfiles runterladen. Mein Ziel ist es, euch einen groben Überblick zu geben, was man damit tun kann. Und dann könnt ihr die Beispiele runterladen und damit das ausprobieren. Ihr könnt die Beispielfiles nehmen und an eure eigenen Bedürfnisse anpassen. Als erstes werde ich mal ein bisschen über Josus erzählen. Kann man ein bisschen mehr damit machen als formelle Verifikation durchführen. Man kann auch Synthetisierung durchführen. Letztes Jahr habe ich einen Talk dazu gegeben. Ich musste das Bitstream-Format dafür reverse-engineeren. Hier muss man Xilinx verwenden. Es gibt noch ein paar ASIC-Flows, die Josus unterstützt. Und man kann seine persönlichen Synthetisierungsflows auf der Verifizierungsseite, darüber reden wir heute. Aber es gibt auch noch ein paar andere Verifizierungsflows, die man in Josus durchführen kann. Josus hat einen eingebauten SAT-Löser und man kann Josus als ein Frontend verwenden, mit dem man das Design in Formate anderer Tools übersetzen. Man kann also mit Josus andere Formate zur Verifikation an ABC übergeben. Ich werde erklären, wie ein begrenzter Check passieren kann. Ich nutze die SMT-Bibliothek, damit kann das mit unterschiedlichen Servern kombiniert werden. Es gibt zwei Solver, die gut getestet sind. Es sollte eigentlich mit allen funktionieren, aber die zwei hier funktionieren am besten. Funktionieren auf jeden Fall gut. Gut, but before we dive into formal verification, this slide. Bevor wir in die formale Verifikation einsteigen, erkläre ich hier mal, was denn da dran so Besonderes ist. Ich habe hier ein paar Ideen. Wenn man diese Tools Studenten, Hobbyisten und Enthusiasten zur Verfügung stellt, was man machen kann. Man kann FPGAs synthetisieren und es gibt freie Tools, um das zu machen. Man kann die von Xilinx holen oder von anderen Herstellern. Und in ein oder zwei Stunden, wenn man sie installiert hat, dann kann man damit auch selber was machen. Mit dieser FPGA-Synthese
Da gibt es auch ein paar Open Source Optionen. Yosys ist eine der Optionen. Es gibt auch noch andere Open Source Tools, WTR gibt es auch noch. So. Das gleiche gilt für HDL-Simulationen. Wenn man selber ein paar Erfahrungen damit sammeln will, diese Hardware Definition Language zu simulieren, dann kann man Xilinx XM nutzen. Und es gibt auch freie und Open Source Tools, um diese Simulation durchzuführen. Und das kann man in ein paar Minuten installieren und dann kann man loslegen. Aber auf der Seite mit der formalen Bestätigung, da gibt es praktisch überhaupt nichts Freies. Und neben dem, was ich euch heute zeige, gibt es keine freien und Open Source Tools, die man dazu verwenden könnte. Und die Leute in der Industrie beschweren sich, dass sie niemanden mit solchen Fähigkeiten einstellen können. Also das sollte der Fokus sein. Ich kann jetzt nicht sagen, wie schnell meiner ist im Vergleich zu den kommerziellen. Also ich habe eigentlich keine Möglichkeit bis jetzt, das mein Zeug zu vergleichen mit dem kommerziell verfügbaren Zeug. Also ich habe ein bisschen Forschung an der Uni, da haben sie ein bisschen formale Software, aber bei der formalen Verifizierung haben wir da nicht wirklich Zeugs da. Also das spielt jetzt nicht so eine Rolle, ob meines schneller ist als das kommerzielle oder genau die gleichen Features hat, aber das Wichtige ist, es gibt jetzt allen die Möglichkeiten, Erfahrung zusammen mit dieser Form von Technologie, und hoffentlich kann ich das eines Tages meine Arbeit vergleichen mit den kommerziellen Tools. Dann werden wir wissen, ob meines besser ist oder die kommerziellen Tools oder ob die vergleichbar sind. Also, jetzt sprechen wir mal über formale Verifizierung. Was heißt das genau? Also in fast allen Präsentationen über dieses Thema findet man eine Slide, die sieht etwa wie diese hier aus. Also es hat ein paar Zustände, der Schaltkreis hat ein paar Zustände, und dann gibt es Simulationspfade hier drauf. Also ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, aber also das ist so ein Simulationspfad, den man hier sieht. Ja, das hier. Das ist einer dieser Simulationspfade. Man sieht hier, hat es drei dieser Pfade, und die decken ein Subset der erreichbaren Zustände ab. Und zum Beispiel der rote hier ist nicht abgedeckt und der verletzt eine Annahme. Also, und wenn wir den Schaltkreis testen, wollen wir wissen, dass dieser rote Fall hier abgedeckt ist. Also der sollte nicht erreichbar sein. Also man könnte einfach mehr zufällige Simulationen starten, um die Coverage zu verbessern. Aber wenn wir jetzt dieses Beispiel hier anschauen, dann sehen wir, es gibt nur genau einen möglichen Pfad, der zu diesem roten Zustand geht. Und einige sind da fast hingekommen, aber in letzter Minute sind sie anders abgebogen. Also wenn jetzt man das Ganze multipliziert, also die Anzahl Möglichkeiten, die jeder Knoten hat, dann kann es sein, dass man irgendwie zum Beispiel 1000 Simulationspfade ausführt auf diesem kleinen Beispiel hier, und trotzdem hätte man nur eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, um zu diesem roten State zu kommen. Also zufällige Simulation ist nicht wirklich eine gute Lösung, um sicherzustellen, ob ein ungültiger Zustand erreichbar ist oder nicht. Man braucht stattdessen formale Methoden. Also, und die schauen sich das ganze Zustandsdiagramm an, als Ganzes. Also geht es nicht um einzelne Pfade zu simulieren, sondern es gibt einem eine definitive Antwort, ob dieser rote Zustand erreichbar ist oder nicht in diesem Diagramm. Wenn man das Ganze halt simuliert, dann kann man ziemlich sicher sein oder sehr sicher sein, wenn man die Simulation mehrere Stunden laufen lässt. Aber komplett sicher kann man nur mit formaler Verifizierung sein. Also ja, über das sprechen wir jetzt, wenn wir über formale Verifizierung sprechen. Wieso werden wir das machen? Wieso wollen wir das?
Praktisch immer, wenn formale Verifizierung verwendet wird, haben Sie den ersten Use Case hier. Die wollen beweisen, dass das korrekt ist, das Modell. Also ja, das ist ein sehr guter Grund. Also wenn man sicher ist, dass das hier der einzige ist, das hier der einzige Weg, um das zu testen, wenn man sicher sein will. Also um zu zeigen, ob das sein korrekt ist, ist es trotzdem noch ein ziemlich schwieriges Problem. Also erstmal braucht man eine formale Spezifizierung des korrekten Verhaltens. Wenn man kein formales Verhalten spezifiziert hat, wie soll denn das Tool wissen, was richtig ist und was nicht? Also nur schon dieser eine Schritt, also die formale Spezifikation zu erstellen, ist unter Umständen schon ein Showstopper. Also das kann alleine schon ein Projekt sein, das so groß ist, dass man es nicht machen will. Also in vielen Anwendungen geht das nicht, also ja, zum Teil geht es nicht. An gewissen Orten macht man das natürlich trotzdem, aber und sonst sagt man halt einfach, ja, wenn wir einen Bug finden, machen wir einfach einen neuen FPGA und lösen das Problem so. Aber es gibt natürlich große Anwendungsgebiete. Also es gibt da Backhunting und Formal Optimization. Normalerweise redet man über die zwei nicht so viel, weil das Problem ist, die Preise für die kommerziellen Tools dafür sind einfach viel zu hoch. Also man kauft die nur, wenn man die wirklich, wirklich kaufen muss. Und die einzigen Orte, wenn man das machen will, ist, wenn man den ersten Fall hat, wenn man beweisen muss, dass das Design korrekt ist. Also viele Projekte werden davon profitieren, von der Verifizierung, aber die machen es halt nicht, weil ja, das ist bei denen gar nicht auf dem Radar. Also was ist der Unterschied zwischen Bug-Hunting und Beweisen, dass es korrekt ist? Für Bug-Hunting braucht man nur eine partielle Spezifikation. Also es reicht, wenn man einen Teil des Schaltkreises spezifiziert und dann kann man prüfen, ob wenigstens dieser Teil der Spezifikation eingehalten wird. Und natürlich die Teile, die nicht spezifiziert sind, kann man nicht prüfen, aber wenn diesem einen Teil, der spezifiziert ist, einen Bug hat in der Schaltung, dann ist es trotzdem nützlich. Das andere ist, wenn man nach Bugs sucht, kann man viele verschiedene Checks machen mit verschiedenen sich überlappenden Teilspezifikationen. Und man braucht dann nur so ein sehr gutes Gefühl, dass die überlappenden Stücke etwa das Ganze abdecken. Aber wenn man beweisen will, dass etwas fehlerfrei ist, dann und man würde dann gerne das aufteilen in Teilspezifikationen, dann braucht man einen separaten zweiten Beweis, dass man keine Teile ausgelassen hat mit den Teilspezifikationen. Also es gibt Leute, die sagen, dass sie das Erste machen, aber das machen sie nicht. Also die lassen halt Dinge offen und dann ist es tatsächlich nur Bugs finden. Oft finden sie sehr, sehr obskure, schwer zu findende Bugs. Also solche Bugs würde man normalerweise nie finden mit handgeschriebenen Testeinrichtungen, also weil niemand würde so etwas Komisches sich ausdecken, um eine Assertion zu verletzen. Also man findet nicht nur Bugs, man findet auch diese Bugs, die sehr, sehr schwer zu finden sind in der Praxis. Also zum Beispiel, wenn man einen Prozessor hat, der gut läuft und nach einem Jahr im Einsatz kommt jemand und sagt, da gibt es irgendwie ein GIMP-Plugin und wenn man dieses Binärdatei mit diesem GIMP-Plugin benötigt und das dann laufen lässt, dann stürzt irgendwie der Prozessor ab. Das sind dann so diese speziellen Bug-Reports und da muss man irgendwie rausfinden, wie kommt man von dieser Beschreibung zu diesem obskuren Bug in deinem Instruktionscache, das jetzt genau in diesem Szenario ausgelöst wird. Aber wenn man den gleichen Bug hier findet, dann gibt einem das Tool ein Beispiel. Also das sagt einem dann, wenn man die Inputs des Schaltkreises so verwendet, dann geht es in diesen Zustand und dieser Zustand ist ein ungültiger Zustand. Also man ist in einer viel besseren Ausgangslage, um rauszufinden, was da schief läuft. Selbst wenn man den Bug eigentlich in Hardware reproduzieren kann, ist man hier an einem komplett anderen Ausgangspunkt.
Also es ist angenehm, um so Bugs zu handeln. Mit Optimierung, also man macht da im Wesentlichen das Gleiche, wie wenn man beweisen will, dass ein Design richtig ist, aber man nimmt einfach das unoptimierte Design als Spezifikation. Also man hat ein Design, das funktioniert, und dann sagt man, das ist, was wir haben wollen. Und wenn man etwas dann optimieren will, dann wird es in der Regel etwas kompliziert. Also zum Beispiel, wenn man das Energiesparende haben will, dann fügt man Clock Gating hinzu. Dann muss man halt sich entscheiden, welche Flip-Flop-Zustände können Clock Gated werden, in welchem Teil vom Zyklus. Und wenn es da ein Problem gibt, dann würde man es mit formaler Verifizierung zu finden, wenn man das Optimierte verifiziert, mit Hilfe der Spezifikation des ursprünglichen Designs. Das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu formaler Äquivalenztestung. Und bei der Optimierung ist es allerdings so, dass die Anzahl Entwicklungszyklen reduziert werden. Also jetzt, ja, man hat dann ja die zwei Schaltkreise, die formal nicht äquivalent ist. Das eine produziert etwas, zum Beispiel ein Resultat, ein Zyklus früher. Aber man kann immer noch einen formalen Beweis machen, indem man das berücksichtigt in der Methode der formalen Verifizierung. Ja, also das hier werde ich jetzt nicht im Detail durchgehen. Das wäre jetzt nur, um euch zu zeigen, dass es sehr einfach ist, das zu installieren, also auf Ubuntu oder Debian oder anderen Distributionen. Also es gibt wirklich keine Entschuldigung, das nicht auszuprobieren, wenn ihr bisher, ja. Also formale Verifizierung könnt ihr euch wirklich helfen, und ihr müsst ja nicht einen Nachmittag damit verbringen, Fortran-Code aus den 70ern zu kompilieren. Also ihr müsst einfach gewisse Pakete updaten, dann baut ihr Yosys und dann baut ihr einen SNMT-Solver, und nach 20 Minuten oder je nachdem, wie schnell euer Computer ist, habt ihr dann alles installiert, damit ihr damit rumspielen könnt. Ja, also, der erste Link hier ist der gleiche Link, den ich euch schon gezeigt habe. Das sind die Slides hier und ein paar Beispielfiles. Einige Beispielfiles, die interessant sind, sind in example/smtc im Yosys Quellcode. Und wenn ihr mein Pico R2 kennt, das ist eine RISC-V-Implementation, da habt ihr einige formale Spezifikationen dazu. Das könnt ihr euch auch anschauen, um noch weitere Beispiele zu haben. Und damit könnt ihr ja die formale Verifizierung ausprobieren. Also, springen wir mal da rein. Ein bisschen Code. Also das ist ein einfaches Hallo-Welt-Programm. Wir haben einen Zähler, initialisieren den auf 0. Und dann haben wir ein Blob mit einem Clock-Signal, und wenn Reset High ist, dann wird der Zähler zurückgesetzt, und wenn der Reset nicht High ist, dann wird der Counter incremented, also erhöht. Und dann haben wir ein paar formale Aussagen hier am Ende. Also wir nehmen an, dass der Counter nie 10 erreicht, und dann asserten wir, dass der Counter nie 15 wird. Und wenn wir den Zähler immer um 1 erhöhen, können wir nie zu 15 kommen, wenn wir nie über 10 kommen können. Also um das zu prüfen, führen wir diese drei Kommandos aus, die hier unten rechts sind. Das erste ist Yosys, also es ist für Synthese dieses Schaltkreises. Also wir synthetisieren das nicht für ein FPGA, sondern wir synthetisieren ihn zu einem SMT2-Beschreibung dieses Schaltkreises. Dann benutzen wir SMTBMC, um zu prüfen, ob diese Assertions eingehalten werden. Da haben wir zwei Aufrufe. Das erste macht einen Bounded Model Check. Also das heißt, wir prüfen, ob der Schaltkreis, ob diese ganzen Assertions eingehalten werden in den ersten N-Zyklen, üblicherweise 20. Und das zweite probiert dann von da aus einen Induktionsschritt zu machen, aus den ersten N-Zyklen, sondern das, um zu zeigen, dass es in unendlich vielen Zyklen hält. Also das, in der Regel wollen wir das, zeigen, dass es für immer hält.
Aber natürlich in gewissen sehr komplizierten Beispielen kann es extrem lange gehen, also extrem kompliziert sein zu prüfen. Also das, ja, aber wenn man natürlich Bugs finden will, dann reicht mir vielleicht der Bounded Model Check für 100 Taktzyklen. Dann bin ich vielleicht schon zuversichtlich genug, dass das Teil läuft, wie es soll. Aufgrund meines Verständnisses des Designs weiß ich, dass in 100 Zyklen vielleicht eigentlich schon alle sinnvollen Zustände erreicht werden sollten. Und wenn man das jetzt laufen lässt, dann bekommt man diese Output hier. Der erste Teil ist der Output des Bounded Model Checks, also das sind diese Assertions, werden im Time Step 0 überprüft, dann nach einem Übergang halten sie im State 1 und so weiter bis State 19. Und das zweite ist der Induktionsschritt, der zählt rückwärts von 20. Und schauen, ist es sehr einfach, was zu prüfen per Induktion, dann versucht es, den Induktionsschritt effizienter zu machen und geht dann zurück und sagt dann, ja, okay, alles. Irgendwann merkt es dann, okay, es konnte jetzt das feststellen, dass eben der Induktionsschritt funktioniert. Hier ging es bis 15 runter und dann sagt es, okay, es funktioniert. Also, wer hier kennt etwas Verilog? Okay, immerhin. Vielleicht etwa 30% oder so. Das ist schon ziemlich gut. Okay, also für formale Verifizierung braucht man gewisse zusätzliche Statements in der Verilog-Sprache. Man muss Assertions machen können und man muss Assumptions machen können, also Annahmen. Also wir haben diese Statements schon gesehen in diesem Hello-Welt-Beispiel. Also wenn man Assert-Ausdruck hat, dann heißt das, wir sagen, dieser Ausdruck muss immer wahr sein. Und wenn es einen Weg gibt, dass dieser Ausdruck false wird, dann ist das ein Bug und das Tool muss einem einen Weg zeigen, wie man dahin kommt. Dann assume, annehmen. Also wenn wir sagen assume, diese Aussage ist wahr, dann ist es also nicht eine Eigenschaft des Designs, sondern das ist, heißt das, wir schränken den Beweis ein. Also wir können zum Beispiel sagen, wir nehmen an, dieses Eingangssignal ist immer low oder zum Beispiel diese beiden Input-Signals sind nie high gleichzeitig, weil das ist zum Beispiel etwas, das wir wissen, weil das Teil vom Protokoll ist und auf der anderen Seite ist ein anderes Endgerät, dass das Protokoll korrekt verwendet und in unserem Protokoll können die beiden Signale nie gleichzeitig eins sein. Dann Restrict macht nochmal in etwa das Gleiche. Das heißt, wir wollen gewisse Pfade im Modell gar nicht anschauen, wo eine bestimmte Bedingung false ist, sondern nur diese, wo diese Bedingung true ist. Aber die Umstände sind ein bisschen anders, wenn man Assume und dann Restrict verwendet. Also assume, wenn man assume verwendet, heißt das, das benötigt man, wenn die Assertion abhängen davon, weil man eben aufgrund äußerer Umstände was weiß. Weil wenn zum Beispiel ich den Core geschrieben habe und der Annahme, dass dieses Protokoll eingehalten wird, dann ja, mit Restriction sagen wir aber stattdessen, wir machen den Beweis einfacher, wenn man das annehmen kann, aber es ist nicht eigentlich notwendig, das anzunehmen, damit die Assertions eingehalten werden. Also, wenn eine Assumption nicht eingehalten wird, dann gibt es immer noch einen Fehler, aber wenn eine Restriction verletzt wird, dann ist uns das egal, weil die Assertion nicht davon abhängt. Das ist einfach eine Zusatzinformation für die formale Verifizierung, die den Beweis etwas einfacher macht. Es gibt sofortige und gleichlaufende Assertions. Sofortige können wie ein normales Statement verwendet werden. Und Assume wird in einem Modellkontext verwendet. Und Assume nimmt an, dass es immer überall genommen wird.
an immediate assumption, and then this assertion assumption would only be, need to be true when the if statement. Das heißt also, das if-Statement, das wird nur zu dem Zeitpunkt verwendet. Das wird mit Verilog Properties verwendet, die Iosus unterstützt das nicht. Normalerweise würde man nur es auf temporäre, temporale anwenden. Wenn wir Iosus verwenden, dann werden wir normalerweise immediate verwenden. Formale Testsätze. Wir verwenden Eingangssignale für diese Schaltkreise. In der formalen Verifikation verwenden wir sowas auch. Aber die gehen nicht durch einen Pfad durch. Sondern wir fügen äußere Einschränkungen hinzu. Zum Beispiel, dass Reset low sein im ersten Zyklus. Und außerdem, und ansonsten lassen wir viel freien Raum für die Simulation, alle Pfade zu erkunden. Und damit, ja, hier ist das Beispiel von einer Testbench und das ist eine Abwandlung von dem vorherigen Design. Und hier nutzen wir eine formelle Testbench. Wir haben die Initialisierung für den Zähler entfernt und wenn Reset ist hoch, dann setzen wir den Counter auf 0 und in der Testbench machen wir das Assume, dass das im ersten Zyklus high ist. Das heißt also, wir machen einen Reset von außen und dann haben wir die gleiche Kombination von Annahmen, Assumptions und Assertions, Festlegungen wie bei dem anderen. Das heißt also, im ersten Zustand, im Initial State, ist uns das nicht so wichtig und nachdem der Reset fertig ist, dann werden die Annahmen angewandt. Okay. This is a slide I thought I removed. Ah, ich habe gedacht, ich hätte dieses Slide rausgenommen. Yeah. So bounded and unbounded methods. This is begrenzte und unbegrenzte Methoden. Bounded und unbounded. Reading or talking about a formal method. Eine begrenzte Methode prüft in so und so vielen, in einer begrenzten Menge, in einer festgelegten Menge von Schritten, dass die Eigenschaft gewährleistet ist. Und in einem unbegrenzten Modellcheck, da wollen wir das beweisen, dass es für immer hält, für eine unbegrenzte Anzahl von Zyklen. So BMC. BMC ist Bounded Model Check, das ist ein Teil von diesem Namen, Iosus SMT BMC. Und ist ein Teil von dem Namen und Temporal Induction ist etwas, das auf diesen Bounded Model Check aufbaut, das heißt eine zeitliche Induktion und prüft das dann für immer. Hier ist der begrenzte Model Check, der Bounded Model Check. Wir haben also einen formalen Schaltkreis in unserem Tool beschrieben, auf der oberen Seite. Der Anfangszustand ist hier in Gelb und dann drei Zustände, die danach folgen. Und für jeden dieser Zustände prüfen wir, ob alle Annahmen auch tatsächlich halten. Das ist ein naiver Ansatz, um das zu machen.
Das Einzige, was der hier eingeschränkt hat, ist halt dieser Initialzustand und den Rest hat er nicht eingeschränkt. Das funktioniert, das ist auch korrekt. Das funktioniert auch, um einen Bounded Metal Check für n ist gleich 3 zu machen. In der Praxis ist der untere Teil der Slide der richtige Weg. Wir haben einen symbolischen Anfangszustand gemacht. Und wir schauen, ob es irgendeinen gibt, der meine Annahmen verletzt. Und wenn ich den gefunden habe, dann bin ich fertig. Wenn das jetzt, das Tool möchte gerne einen Aufnahmezustand finden. Und wenn das für das Tool nicht funktioniert, dann geht das Tool her und baut ein formelles Modell für 2 Zustände. Und wir können jetzt schon die Annahme machen, dass der erste ist sowieso schon richtig. Das heißt, wir brauchen ihn gar nicht prüfen, sondern wir brauchen nur noch die danach prüfen. Und so geht es dann weiter. Und wenn das erfolgreich durchgeprüft wurde, dann gehen wir zu 3 Schritten. Und wenn das immer noch keinen Fehler gefunden hat, dann gehen wir weiter. Und das ist sehr viel effizienter in der Praxis als der naive Ansatz, in dem ich versuche, alles auf einmal zu prüfen. Insbesondere, wenn ich tiefe Bounded Model Checks mit so 100 Schritten machen möchte. Eine zeitliche Induktion, eine Temporal Induction, nimmt das hier und versucht, einen Beweis zu erstellen. Am Anfang sind wir daher gekommen. Es gibt einen Anfangszustand, gefolgt von drei Folgezuschritten, die alle das nicht verletzen. Und jetzt wollen wir beweisen, wenn es 3 aufeinanderfolgende gibt, die nichts verletzen, dann wollen wir jetzt den Beweis erbringen, dass es darauf keinen Nachfolgeschritt gibt, der das verletzt. Und wenn wir das bewiesen haben, dann wissen wir auch, dass es für eine beliebige Zeit hält. This exists. And if this proof holds, we know every state that follows the third state here must also. Das heißt also, wenn wir die ersten 3 bewiesen haben und daraus dann eine Ableitung beweisen können, dass es keine Verletzung im vierten Schritt gibt, dann wenden wir diesen Ansatz immer wieder an und kommen so auf eine unbegrenzte Zeit. Wenn das funktioniert, das Design sieht gut aus, dann funktioniert das ausgezeichnet. Aber vielleicht finden wir ein Gegenbeispiel. Das Gegenbeispiel kann sein, vielleicht habe ich ein Problem, es ist ein bisschen tiefer, oder es kann sein, es ist alles kein Problem, aber vielleicht brauche ich keine 3 Schritte, sondern 10 oder 100. Und das ist, was ich hier in diesem Beispiel sehe. Hier haben wir die Zustände, die einen Ausnahmezustand darstellen, in Rot. Man muss auf die Richtung der Pfeile ansehen und es gehen keine Pfeile von innen nach außen. Normalerweise haben wir kein explizites Bild für sowas. Und dann haben wir diese Zwischenzone hier,
wo es Zustände gibt, die mit unseren Annahmen übereinstimmen, aber trotzdem nicht erreichbar sind. Und das heißt also, wenn wir jetzt hier drei Stück haben, dann haben wir drei Stück. So, das heißt, wir haben hier drei Stück, die haben die Assertion, und dann haben wir einen, der kommt nicht darauf. So, und jetzt können wir als einfachstes die Induktionslänge verlängern von den vier, die wir bisher benutzt haben, auf fünf. Und wenn wir die geholt haben, dann kriegen wir kein Gegenbeispiel. Aber hier auf der rechten Seite gibt es eine Schleife, und das heißt, da gibt es eine unbegrenzt lange Schleife von Problemen. Und dann am Schluss kann ich ausbrechen und diesen Ausnahmezustand finden. Das heißt also, wenn ich hier einfach meine Induktionstiefe tiefer mache, dann kann ich das Problem auf der rechten Seite nicht lösen. Das heißt, ich muss etwas finden, was einen dieser vier Zustände, die den Kreislauf begonnen haben, und dann kann ich das mit Induktion beweisen. Und dann kann ich das auch mit Zyklen, kann ich auch Probleme mit Zyklen überprüfen lassen. Hier nehme ich meine Designs, ich stecke sie in Yosys. Das ist, dann sieht man hier, wie die Zwischenfiles generiert werden. Und dann gebe ich es einem späteren Schritt zu dem Solver, und wenn ich einen Fail bekommen habe, dann bekomme ich ein Gegenbeispiel. Auf der rechten Seite kommen die Gegenbeispiele raus. Wenn ich einfach etwas reproduzieren möchte, was ich vorher gefunden habe. Hier ist ein normaler oder ein typischer Workflow. Ich fahre einen Bounded Model Check. Für 10 Schritte, für 20 Schritte. Mal gucken, ob es irgendein Problem gibt. Und wenn ich einen Fehler finde, dann habe ich entweder einen Fehler gefunden oder meine Assertions waren falsch oder komisch. Und meine Lösung, der nächste Schritt wäre dann, dass ich entweder den Bug in Ordnung bringe in meinem Design oder aber, dass ich die Annahmen lockere. Wenn das alles funktioniert hat, dann kann ich hier zu dem Schritt 2 gehen und kann den induktiven Beweis fahren. Wenn das schief läuft, dann kann ich das Gegenbeispiel anschauen, und dann muss ich für mich entscheiden, ob das erreichbar ist oder nicht ist. Da muss ich selber eine Entscheidung treffen. Und wenn es erreichbar ist, dann muss ich mein Design ändern und in Ordnung bringen und kann wieder von vorne anfangen. Aber wenn das Ding nicht erreichbar ist, dann muss ich neue Bedingungen für den Solver hinzufügen, um dem mitzuteilen, dass das nicht erreichbar ist. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich es neu laufen lassen. Das heißt also, es ist ein Dialog zwischen mir und dem Solver. Und so gehe ich weiter, dann lasse ich den Solver nochmal betrachten, und wenn wieder Unreachables rauskommt, mache ich es nochmal. Wenn das durchgegangen ist, dann weiß ich, dass alles gut ist. Aber dann kommen zwei Sachen raus. Entweder ich sage, ja, jetzt habe ich es bewiesen, es hat Verifikation durchgefallen. Aber man könnte auch sagen, ich hätte gerne mehr Assertions in meinem Design. Und wenn ich diese neuen Assertions einfüge, kann ich es nochmal laufen lassen. Und dadurch weiß ich dann, dass also jedes Gegenbeispiel nicht erreichbar ist. Wenn ich einen Fehler mache und eine Assertion hinzufüge, dass irgendwas an unerreichbar ist, dann kann der Solver auch zurückkommen und kann sagen, ah, du hast einen Fehler gemacht, das ist erreichbar.
Jetzt würde man hiermit nochmal drüber sich unterhalten, aber das lassen wir jetzt mal sein. Jetzt kommen wir nochmal zum Ursprungsbeispiel zurück. Hier ist eine leichte Abwandlung. Jetzt haben wir einen Mode-Input und das sagt uns die Richtung, ob wir nach oben oder nach unten zählen sollen. Wir machen die Annahme, dass wir bei 5 anfangen mit unserem Zähler. Und dann schauen wir hier uns das eine Weile an und dann sehen wir, dass das auch wahr ist. Es gibt hier keinen Weg, um von 5 zu 200 zu gehen. Und mit einem Underflow funktioniert es auch nicht, weil wir das auch abgefangen haben. Und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann macht der Bounded Model Check. Aber die zeitliche Induktion funktioniert nicht. Hier ist ein Gegenbeispiel und es fängt mit 194 an und geht immer, immer weiter. Und es geht halt in der Nähe von 200 rum und dann am Schluss kann ich von 199 zu 200 erhöhen. Und der Grund, warum wir ein Gegenbeispiel finden, ist, weil wir dem Solver nicht erzählt haben, dass 194 nicht erreichbar ist. Und jetzt haben wir hier unten die rote Zeile hinzugefügt, haben das Design modifiziert und haben gesagt, hier der Zähler ist immer kleiner als 100, dann funktioniert der Solver und der Beweis funktioniert. In meinem ersten Beispiel war ich nur dabei, nach oben zu zählen und habe also gesagt, man kann den Schritt 10 nicht erreichen oder man kann die und ich kann Schritt 15 nie erreichen, weil ich 5 Schritte hatte in diesem temporalen Induktionsbeweis. Wenn wir jetzt korrekt den kompletten Lösungsraum beschreiben wollen, dann können wir das hier laufen lassen. So, jetzt habe ich hier noch ein paar andere Beispiele, die ich vorstellen möchte. Es gibt einen besonderen Kommentar, der ASAP-PMUX heißt. Das ist ein paralleles Case-Statement. Hier haben wir in Verilog ein paralleles Case-Statement. Und wir designen das so, dass die exklusiv sind und das Tool kann damit eine Optimierung designen. Wenn wir das hier sagen, dann können wir in ganz böse Probleme reinlaufen. Wir können das in einem FPGA für viele, viele Stunden prüfen. Und vielleicht dieses Tool oder der oder dass die Hardware hat diesen Parallel-Case ignoriert. Und dann gehe ich zu einem anderen Hersteller und implementiere das dort. Und der macht dann parallel. Und der originale Test hat mir nicht geholfen. Also das ist ein weiteres Beispiel hier. Also da habe ich ein Speicherdesign und dann ein anderes Speicherdesign, das ein bisschen komisch aussieht, aber manchmal sieht das halt so aus, wenn man ein Synthese-Tool dazu bringen will, dass es genau auf einer speziellen Hardware läuft. Also wir wollen beweisen, dass diese beiden Speicherdesigns äquivalent sind. Da macht man diese formalen Testbench hier, die eine Instanz macht von beiden Speichern parallel und dann gibt es diesen Constraint-File hier oben rechts. Bei denen nehmen wir an, dass der Startzustand bei beiden gleich ist. Und bei allen anderen Zuständen nehmen wir einfach ein Assert, dass die gleich sind und dass die gleichen Werte rauskommen, wenn die gleichen Inputs reinkommen. Die gleichen Inputs gehen rein, weil die sind mit den gleichen Signalen verbunden. Also das hier ist ein Beispiel mit mehreren Clock Domains. Also das ist einfach, um euch zu zeigen, dass das auch geht.
Da haben wir einen Zähler und die Implementation ist so, dass man einfach das tiefere Bit benutzt als das Clock-Input zu einem Toggle-Flip-Flop. Und wenn man jetzt einen Zähler baut mit TTL-ICs, dann also wäre das möglich, das so zu machen. Also üblicherweise macht man das nicht so auf dem Chip, aber man hat hier jetzt 1, 2, 3, 4 Clock-Domains. Also das erste ist so der übliche Zähler und ja, und die anderen Blöcke hier sind halt die Bits für andere Zähler. Und das Assert hier ist, dass zwei Counter immer den gleichen Wert haben. Und tatsächlich, das kann ich beweisen mit diesem speziellen Kommando hier, Clock to FF Logic. Dann kann man das mit dem machen. Ähnlich hier, anderes Design, das heißt Set also für ein Set Reset Flipflop. Also benutzt das nie in einem echten Design. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber wenn ihr das benutzen müsst, dann ja, könnt ihr das so prüfen hier. Ja, also, das ist eigentlich, was die Xilinx-Tool mit Set-Reset-Flipflops machen, weil die haben das nicht in der Hardware, also die synthetisieren das so. Und ja, also wir können beweisen, dass das ein korrektes Modell ist, ja. Ja, dann gibt es noch eigenes Zeug hier. So, dann gibt es ein größeres Projekt, das probiert Ende-zu-Ende formale Verifizierung zu machen von RISC-V-Prozessoren, das heißt RISC-V Formal. Also da bin ich gerade am Arbeiten und ja, benutze natürlich via der Infrastruktur hier, um diese Verifizierung ausführen zu können. Also wir würden gerne, ja, halt etwas Größeres, Kompliziertes zu machen, um zu schauen, ob das funktioniert mit etwas Größerem. Ja, noch ein Ausblick. Ich würde gerne mehr System Verilog Assertion Eigenschaften hinzufügen. Also es ist einfach, da findet man halt schon viel existierenden Code, der das hat. Und es wäre interessant, wenn man da halt einige Stücke davon verwenden könnte. Dann verbesserte Unterstützung für Verilog X-Propagation. Also in gewissen anderen Verification Flows kann man modellieren die X-Propagation. Und also genauso wie die Verilog LRM das spezifiziert. Und es wäre schön, wenn man in diesem Flow das auch machen könnte. Also auf meiner To-Do-List habe ich noch ein C-Backend für IOSIS, also einen Schaltkreislauf nehmen, in ein Dialekt von C umwandeln und dann ein C-Validierungstool nehmen wie C-Prover und so weiter. Und am Ende noch hier gibt es dieses Projekt Symbiosis. Das ist ein Frontend, um das Ganze hier, also IOSIS, formale Verifizierung, Flows und so weiter. Also ohne, dass man jeweils etwas Neues lernen muss, wenn man zu einem anderen Flow wechselt. So what did we learn today, Clifford? What did we learn today? Also, was haben wir heute gelernt? Ja, wir haben gelernt, dass ich sehr, sehr schnell sprechen kann. Also, ja, was du normalerweise einen halben Tag brauchst, hast du in einer Stunde gemacht. Alles gut, eine Frage aus dem Web zuerst, bitte. Nicht? Okay. Ah, schade. Okay, also, dieser Mann hier. Ich habe noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen IOSIS und einfach irgendeinem Verilog-Simulator ist. Also der Simulator reagiert ja auch auf Asserts. Ja, aber man muss natürlich ein Testbench schreiben, das die Assertion triggert. Und mit formaler Verifizierung muss man das nicht. Man kann einfach sagen, das ist das Set der gültigen Inputs. Moment, da gibt es einen besseren Weg, das zu zeigen. Also, wenn wir hier hingehen, also die Simulation heißt, man hat diese diversen Traces und das kann sein, dass man die Assertion verletzt oder nicht. Und ich habe hier ein Tool, das im Prinzip einen Schritt zurücktritt und das Gesamtbild anschauen. Das kann dein Ansatz nicht, und also weil der Zustand
die Zustandsabfolgen sind halt einfach, es gibt viel zu viele Möglichkeiten. Ich frage mich, ob in deiner Untersuchung du Probleme mit Genauigkeit hattest. Also deine Annahmen halten, weil du künstlich den Zustandsspace eingeschränkt hast. Also ja, das kann sein. Wenn immer man restrict or assume benötigt, kann es sein, wenn man da einen Fehler macht, dass es dann die Verifizierung funktioniert, aber ja. Also üblicherweise hat man im Workflow macht man das, dass man künstlich Bugs einfügt und dann prüft man, ob man tatsächlich noch die künstlich eingefügten Bugs finden kann, um zu sehen, ob man mit Restrict oder Assert keinen Fehler gemacht hat. Dann eine Frage vom Internet. Was für Ausdrücke unterstützt Yosys genau in diesen Expressions? Also man kann nur immediate assertions verwenden, also ein beliebiger Verilog-Ausdruck, aber nicht System Verilog-Syntax-Eigenschaften. Also man kann keine temporale Properties verwenden da. Noch eine letzte Frage. Kannst du mir eine ungefähre Idee geben, wie lange so eine formale Verifizierung ungefähr braucht? Es kommt sehr auf die Art von Problem an, auf den Solver, den man verwendet, auf viele andere Parameter. Also hier habe ich drei verschiedene Benchmarks für eine Handvoll Solver. Also gibt es eine ziemliche Spanne. Also sieht man hier vielleicht nicht so gut. Aber oft hat man ein Beispiel, das sehr gut funktioniert mit einem Solver, aber dann sehr lange mit einem anderen Solver. Und wenn man ein anderes Problem hat, ist es genau umgekehrt. Also ja, es ist sehr gut, dass man mit Yosys SMBTC verschiedene Solver ausprobieren kann. Ja, herzlichen Dank, Clifford. Super, dass du da sein kannst. Danke, dass du dein Wissen teilst mit all diesen Leuten hier. Herzlichen Dank. Nochmal eine Runde Applaus, bitte.